So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorio. So, wie ihr seht, glücklicherweise läuft das hier wieder. Aber ihr seht auch, es läuft nicht mehr lange, weil wir haben kein Eisen. Und wir haben kein Eisen, weil wir kein Crystal Slurry haben. Und wir haben kein Crystal Slurry, weil wir kein Crystal Dust haben. Und deswegen habe ich mal geguckt, wie wir denn noch so Crystal Dust machen können. Und das können wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Auberginen anbauen könnten. Und die können wir anbauen, indem wir Sand, Nil-Auberginen-Seed und Salid Water haben. Und das kriegen wir aus Desert Gardens. Und Desert Gardens haben wir. Deswegen. Aber wir haben halt nur eine Prozentchance, dass wir das da rauskriegen. Aber immerhin haben wir hier Desert Gardens. Und ich denke, der Überfluss von den Desert Gardens, den holen wir jetzt mal hier hoch. Und dann gucken wir mal, wie wir da den Crystal Seed irgendwie rauskriegen können aus dem Zeug. Weil das ist echt ein Problem. Ich habe zu wenig Geoden. Wir können da mal gerne mal hingucken. Also am Anfang hatte ich da so viele Geoden und ich verstehe nicht, warum ich da jetzt nicht mehr so viele habe. Irgendwie verbrauche ich hier nichts mehr, habe ich das Gefühl. Hier ist zum Beispiel Schluss. Verbraucht mal ab und zu was, aber naja. Und deswegen kommen hier bei unserer Geoden Crusher-Station. Ja, so sporadisch kommen mal ein paar Geoden an, aber jetzt auch nicht wirklich. Und das, was hier dann rüberfließt, das ist einfach viel zu wenig, um hier einem, ja, Crystal Slurry ausreichend herzustellen. Deswegen muss ich gucken, dass ich da anders dran komme. So ist es bescheuert. Ich meine, ich weiß nicht, ob das mehr geben würde, wenn ich das nicht klein mache. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das hier ist, glaube ich, die effizienteste Art. 10 Stück. Ja, wobei, es sind ja hier nur 5. Wobei, wenn ich hier 10 habe, dann müsste ich schon 10 davon haben und 10 davon, um dieselbe Menge zu kriegen, ne? Hätte ich dann 100. Zehn Crystal Dust sind 10 Geoden. Und da kriege ich aber nur 50 raus. Nee, dann ist es effizienter, wenn ich das mit den Geoden mache. Und wenn ich die nicht klein mache, ist es eigentlich effizienter. Weil das Problem ist, ich kriege dann hier keine grünen Katalysatoren mehr. Ne? Und ohne grüne Katalysatoren auch kein Erz mehr. Und so weiter und so fort. Aber ich probiere mich jetzt mal hier an diesem Farming. Also durchdenken wir das mal. Desert Garden habe ich. Ich kann auch aus dem dann... Ich kann die dann auch vermehren, ne, wenn ich das richtig sehe. Ich brauche erstmal 40%, dass ich Nil-Aubergine-Seed bekomme, habe ich hier. 20% habe ich hier. Das machen wir doch mal in so einem Seed Extractor. Das hoffe ich, dass das nicht so lange geht. Jetzt holen wir uns mal da oben ein paar Desert Gardens. Die laufen ja da sowieso nicht mehr. Und da sind ja auch Seed Extractor. Und dann schauen wir mal, dass ich das kriege, weil die vermehren sich ja dann automatisch. Ich brauche ja dann da gar nichts mehr für. Wir müssen aber gucken, dass wir hier... Ja, da muss unbedingt noch mal Eisen drauf. Aber wir haben 200 Eisen, komm, die geben wir dem mal. Damit das hier nicht ins Stocken kommt so lange. Das muss nämlich laufen. So, Desert Gardens hier. Hier machen wir ja... Haben wir ja den Bina Freight Seed. Das brauchen wir nicht.
Und hier mein 4 Desert Gardens, okay. Gib mal das Ding her. So. Du sollst jetzt mal... Nein, nicht das. Sondern das machen. 40% Chance, dass wir hier Nil-Aubergine bekommen. Und das, die will ich haben. So, wie lange geht denn das? Es geht ewig. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, warte mal. Dann machen wir das nämlich hier auch. Lalala, gib mal hier das Zeug her. So. Können wir die wieder hier hinstellen. Aber bitte das hier machen. Und hier mal reinhauen. Gott, oh Gott. Ja. Können wir das beschleunigen? Bisschen, aber wahrscheinlich nicht wirklich. So, dann müssen wir gucken, dass jetzt so lange nicht hier die Produktion von den Dingern hier ausgeht. Katze, was willst du? So, zum Glück hat er da noch voll. Wir hauen da noch mehr raus. Komm, der soll hier pushen. Und wir sehen schon, dass hier weniger davon kommt. Weniger, weniger Bäume. Mir ist das nicht eingefallen. Mir ist Bäume nicht eingefallen. Aber wir haben alles noch da, was der braucht. Hier auch. Hier wird es nicht eng. Auch das ist da. Okay, es ist alles da im Moment noch. Wir brauchen jetzt dringend Crystal Seed League. Das heißt Crystal Slurry. Eieiei. So. Gucken wir mal. Hoffen wir, dass hier dann irgendwas da rauskommt. Das geht ja noch ewig. Junge, Junge, Junge. Kann ich nicht auch hier, weil hier habe ich ja schon welche, aus dem Binafran Seed. Genau, da kann ich das machen. Und aus dem Binafran kann ich Beans machen. Und aus Beans kann ich nicht das machen, was ich machen will, auf jeden Fall. Kann ich da noch was anderes machen? Nee, kann ich nicht. Kompost, Beans oder wieder Seeds. Die sich dann hier vermehren. Und das machen wir hier, um dann hier dieses Pulp draus zu machen. Ha. So, Moment. Ich muss mal hier die Katze kurz rauslassen. Die Wind. Moment. Sorry. So, das heißt, wir können das nur mit den Nil-Auberginen machen. Was ist hiermit? Also vermehren kann man das immer zu dem hier. Und damit können wir Korn machen. Mit Korn können wir Fermentation Base machen. Das bringt uns alle auch nicht weiter. Das hier. Quatsch. Das hier. Okay, das können wir hier auch vermehren und dann das hier draus machen. Da kriegen wir Früchte. Auch mit Früchten können wir nicht das machen, was wir brauchen. Dann haben wir noch das. Da machen wir Arumphilia draus. Da können wir, da können wir auch Crystal das draus machen. Nuts. Können wir irgendwie hier verbrauchen, das geht. Und Korn können wir auch hier irgendwie verbrauchen. Okay, zwei Sachen würden Sinn machen. Also das heißt, entweder das oder das. Ne? Aber die Chancen hierfür sind halt nur 10%. Und bei den Nil-Auberginen sind es 40. Das ist doch schon mal besser. Und wenn wir die einmal haben, dann können wir die auch verbreitern, verlängern, vermachen.
da brauchen wir für Basic Farming, Desert Environment Farm. Ne? Das hier und dann die Pips. Raw Vegetable Öl. Wird weggehauen. Machen wir. Desert Farm wäre da gut. Haben wir die? Können wir das? Wissen wir, wie das geht? Wissen wir. Holen wir schon mal Stahl. Das da, das da. Das geht ja noch ein bisschen. Oh, er ist fertig. Ja, toll. Okay, da war jetzt nichts dabei für uns. Es. Gib mir nochmal welche hier. Lassen wir. Wir lassen es. Wir müssen es laufen lassen. Natürlich müssen wir es laufen lassen. So, hier ist immer noch genug. Das ist gut. Hier läuft alles. Das ist wichtig. Wir brauchen das da. Für diese Desert Farm. Und Steine, Eisen, Stahl. Holen wir uns. Eieieiei. Das war jetzt eine ganz schöne Sache. Also, das hätte echt auch gut schief gehen können. Weil wenn ich kein Strom mehr gehabt hätte, hätte ich nicht gewusst genau, wie ich das jetzt wieder alles starte. Na, trotzdem sieht das hier echt bescheiden aus. Sieht sehr bescheiden aus. Stahl. Haben wir hier. Ich will ja nur ein so ein Ding bauen. Und vielleicht müssen wir da auch mehr bauen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ging aber relativ schnell, dass die Dinger gewachsen sind. Gucken mal. Ja, komm, mit noch ein bisschen Stahl, dann bauen wir zwei. Wir brauchen das wirklich für dieses Crystal-Zeug. So. So, dann müssen wir halt hoffen, dass wir da dieses Pulp-Zeug kriegen. Dass da sowas rauskommt. Der ist gleich durch. So, das hier können wir im Moment noch nicht brauchen. Kommt, gib mir die da. Ich glaube, das sind auch die besten, oder? Also von denen kriegen wir vier. Das, nee, von den anderen auch, ne? Halt, nicht hier rausnehmen. Ach Gottchen. Ja, das ist aber auch nicht das, was wir brauchen. Nee, ich sehe schon, das ist nicht das, was wir brauchen. Nee, nicht rausmachen. So. Ah, das sind auch die gewesen. Ich meine, diese Bindfranz sieht, naja, toll. Das ist zwar zweimal jetzt der Mist, oder wie? Tatsächlich. Was ist los? Es sieht aus, als ob gar nichts vorangeht. Es sieht einfach so aus. Ich hole mir jetzt nochmal hier Speed-Module. Mann. La 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 la. Spannend. Spannend mit dem, was da rauskommt. Das Lustige ist, das braucht man ja nur einmal machen. Ne? Das macht man einmal und dann hat man das. Und wenn man es einmal hatte, dann ist gut. Oh, 6 Stück, das reicht. Immerhin. Hoffentlich klappt das jetzt dann. Was will der denn hier? Was macht der denn? Ne, der hat hier ein Eisen in der Hand. Aber ich rück's nicht raus. So, wie sieht's aus? Ist hier was vorangegangen? Nee. Nicht wirklich. So. Aber so. So, die sind schon wieder verschafft hier. Könnt ihr ruhig hier verschaffen. Ich brauche die jetzt erstmal nicht. Aus hier. Bitteschön. So. Komm schon. Gib mir das, was ich brauche. Muss nur einmal klappen. Den Bitfront, den kann ich eigentlich hier hin machen. Und den Prime Date Alien.
Prime, That Alien? Keine Ahnung. Komm, der ist gleich fertig. Gib mir das oder das. Eins von beiden. Das ist mir eigentlich völlig Wurst. Das wäre mir fast noch lieber. Weil ich da nur eine Sache rauskriege. Und hier kriege ich, glaube ich, sogar zwei raus. Und das brauche ich echt nicht. Wheaton. Wheaton Seed. Auch hier kann ich das nicht machen. Ja! Dankeschön, Dankeschön. So, und stimmt das jetzt auch? Jetzt will ich das mal testen. Das da. Was braucht das denn? Ich mach das jetzt nur mal hier so hin, weil ich es kann. Du sollst machen. Genau das hier. Brauchst 5 Nil-Auberginen, du brauchst Salzwasser und Sand. Okay. Sand ist hier. Salzwasser ist auch hier. Mach das doch mal eben kurz. Salzwasser. Kriege ich dich so? So müsste ich Salzwasser kriegen, oder? Guck er an. Dass er das kann. Nee, das passt nicht, weil hier ist so ein... Nein, der ist so ein Dings, ey. Geht das nicht ein Stück weiter einfach? Wenn ich da jetzt mal ein Titanrohr hinhau, müsste das doch gehen. Darf ich mal hier durch? Geht nicht. Geht, oder? Ja, ist hier Zeug drin? Ja, ist drin. So, dann kann ich nämlich hier das machen. Habe ich hier Salzwasser und dann kann ich das Salzwasser hier hoch. Ich will es doch nur mal schnell ausprobieren. Salzwasser und dann Sand. Wie viel Sand braucht er denn? 10. 10 haben wir. Oh, es geht schon relativ lang. Ein relativ lang. So, dann mache ich aus 35. Oh, das ist ja nicht schlecht. Komm, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit und wir nehmen es mit darunter. So, ihr könnt wieder eure alte Tour machen. Das ist kein Problem. Weil die Teile werden jetzt sich vermehren. So. Hier rein. Hier raus. Nein, das wollte ich nicht. So. Bitte das machen. Die anderen laufen. Vielleicht brauchen wir noch mehr von denen. Ach, wir brauchen tatsächlich so Dinger dafür. Gib mir mal her. Hier, komm. Weil Stahl haben wir. Dann machen wir da hinten noch eine Produktion hin. Für den Mist. Gucken, dass wir da so viele Crystal-Dinger wie möglich haben. Jetzt haben wir erst 3. Ich hole mir noch Bricks. Guck noch mal oben nach, wie es aussieht mit den Sägeblättern. Sieht nämlich schon wieder weggerostet. Mal 200 hin und die Bricks holen. So. Und wieder einen. Und noch ein paar Steine und dann haben wir es auch. Dann tun wir das erstmal starten. Und das bauen wir jetzt da in die Nähe auf jeden Fall von den Crystal Dusters, wo wir das Zeug machen. Ne? Sonst bringt's ja nix. Oh, nochmal 3 Stück. So, komm. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So, das heißt, hier wird das gemacht. Dann wäre eigentlich hier oben eine ganz gute Position, um das zu machen. Wir brauchen halt nur das Saline Water. Das haben wir hier nirgends. Ne? Da ist nur das Purified Water. Überall Purified Water.
Aber ich weiß, dass wir irgendwo Solid Water haben. Wo haben wir es denn? Was ist das? Ah, das ist das Nitrit-Zeug, das wir hier völlig unnötig verbraten, obwohl wir es nie. Obwohl das nie klappen würde mit dem Ventil, weil wir nie so viel haben. Hier ist überall nur Purified Water. Mist. Lure Waste Water. Da kommt tatsächlich. Ist da so viel übrig? Hier ist kein Ventil. Warte mal. Das wollen wir aber nicht. Ich will da auf jeden Fall ein Ventil haben. So. Na? Und bei dem. Das Chloric Waste Water ist okay. Ah, ich glaube fast. Hier ist, das ist mineralisiertes Wasser. Hier auch. Ach, wo ist das denn? Ich will das auf jeden Fall hier links rüber haben. Salzwasser hier. Ne? Hier ist Salzwasser, aber viel zu wenig. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Salination Plant. Und ich würde fast sagen, dass wir da ein eigenes bauen. Verflucht. Ich weiß, dass das teuer ist. Concrete Brick. Sand haben wir hier, das ist gut. So, Concrete Brick. Aluminiumplatte. Presspipe, erweiterte Schaltkreis. Okay, das holen wir uns. Das holen wir uns. Das holen wir uns. Aluminiumplatte. Messing. Pipe. Und hier kommt schon wieder nichts an. Aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss jetzt wirklich das. Das muss schnell gehen. Hier ist sonst nichts mehr da. Aluminiumplatte. Aluminiumplatte. Und hier oben haben wir die. Das hier. Alu. Ist hier unten. So, und jetzt noch erweiterter Schaltkreis. Ganze 12 Stück. Das dürfte gehen. So, wo haben wir denn da was hier? Hä? Oh, Entschuldigung, das war ja. Ich denke immer, das ist das. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Nee, sind keine da. Keine da, weil keine davon. Aber dann lass uns mal schnell welche bauen. Lass uns mal schnell welche bauen. Reicht das für 12? Könnt ihr auch selber bauen, ne? Wird wahrscheinlich sogar schneller gehen. 24 von den Dingern, naja, komm. Das reicht nicht. Wir brauchen tatsächlich noch sowas. Oh, jetzt aber. So. Okay. Und jetzt schnellstmöglich darüber. Und dann das Ding da aufziehen. Dass wir da irgendwie den Crystal Dust so schnell wie möglich hinkriegen. Hier ist Ruhe. Ist nichts mehr. Kein Kobold, Kobalt. Kein Kobalt kommt mehr an. Übelst. Das Gute ist, dass man das ja mal ein bisschen alleine laufen lassen kann. Die Dinger. Aber ich muss mir da natürlich jetzt schon Gedanken machen, wie wir das dann am besten machen. Wobei, nee, ich ziehe das hier raus, oder? Zieh das hier raus und dann kommt das ja hier drauf. Ich ziehe das hier raus. Müsste gehen, oder? Guck mal eben. Hier müssen wir einen Tunnel. Wir brauchen ganz viele Tunnel. Oh Gott, nein. Wir haben keine Tunnel, weil wir kein Eisen haben. Ich trottel. Eisen mitnehmen müssen. Okay, wir gehen nochmal hoch zu den Sägeblättern. Das ist mir zu riskant. Wenn die nämlich ausgehen und der
die Kohle dann wieder ausgeht, dann ist wieder alles zappenduster. Ne, dann ist wieder vorbei mit lustig, lustig, tralala. Und hier haben wir ja noch Eisen. Ich will das eigentlich... Ja, ich will es nicht jetzt hier einfach draufhauen. Das ist nämlich die eiserne Reserve. Wenn ich es nämlich draufhau, dann ist es irgendwann weg und dann habe ich gar nichts mehr. So, und normalerweise müsste es hier hochkommen. Und ja, es sieht hier noch gut aus. Nichtsdestotrotz hauen wir hier welches rauf. So, jetzt gehen wir einfach hier außen rum. Und wir brauchen hiervon 1K davon haben wir, das ist gut. Mineral Sludge haben wir auch, Slex Luri nicht so wirklich, aber das macht nichts. So, ich will hier drauf kommen. Ich kann das auch hier unten drunter durchziehen, das ist besser. Also ich will hier drauf kommen. Mit meinem Crystal-Zeug. Nicht wahr. So. Und hier. Hier reicht nicht. So. Halt, andersrum. Und so. Hier kommen wir nicht durch. Dachte gerade, ja cool, da können wir einfach so geradeaus. Nee. So einfach haben wir es natürlich uns wieder nicht. So machen wir es nicht. So. Ja. So, hier muss dann das Crystal-Zeug drauf. So, das heißt, wir haben hier ein bisschen Platz, um das mal hier ins Laufen zu bringen. Wir brauchen zuerst die Salination Blend. Das ist sie nicht. Das ist sie. Und wir brauchen Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ganz normales Wasser. Ich glaube, hier oben ist Wasser. Das hier, ne, ist Wasser. Ja. So, das heißt, komm mal hier rüber. So, du machst bitte das. Ab. Ab. Strom. So. Dann haben wir die 7 Dinger. So, richtig lustig. Hiervon haben wir natürlich zu wenig. Ist aber nicht schlimm. Das habe ich nicht gesehen. Füllen wir das Ganze mal mit lecker Sauze. Ne? So, ich mache mal halt einfach ein Stück anders hin. Wo kam das jetzt her? Hier. So. Sorry, mein Fehler. So. Gucken, ob das jetzt reicht. Oh, wie abgemessen. Stonepipe. So. Du machst das da. Hier oben ist Sand. Es ist grandios mit dem Sand. Das heißt, der kann theoretisch hier langlaufen. Wenn wir den jetzt hier einfach nochmal splitten und sagen, mach's nochmal, Sam. Ne, wobei, der kommt ja hier. Schau mal. Muss ich gar nicht splitten. Ist schon gesplittet. So, ne? Ist schon gesplittet und der kann richtig top. Der ist ja. Bin nervös. Ich bin nervös. Der kann richtig gut hier lang. Darf mal einen Schlenker hier rum machen. Bis hier. So, und dann kannst du das hier reinmachen. Da rein, da rein, da rein. Da rein, da rein. Da rein, da rein. Und bitte drop hier. So. So, so, so. Und schon haben wir da Sand drin. So, und jetzt brauchen wir nur noch einmal Auberginen-Seed.
Irgendwo muss man das jetzt wieder umändern. Hier, das war ja das Problem noch. Moment. Nil-Aubergine hier. Wie machen wir das? Och, in so einem Seed-Extractor. Ganz groß. Ich liebe die Dinger, weil die so ewig gehen. Da brauchen wir elektronische Schaltkreise. Aber ihr könnt ja schon mal hier... Nee, könnt ihr nicht, gell? Ihr könnt noch nicht. Euch fehlt ja das noch. Das habe ich ja schon gemacht. Wir brauchen also Seed-Extraktoren. Und dazu brauchen wir... Was war es nochmal? Ja, die Teile. Oder grüne elektronische Schaltkreise, von denen wir da vorhin welche hatten. Aber ich glaube, mit den anderen kann ich besser dienen. Ja, das sieht gut aus. So. Für einen? Nee. Stahl. Stahl ist cool. Stahl haben wir. Machen wir vier. Ich glaube, das geht da mit ziemlich lange, oder? Nee, das geht relativ fix, gell? Ich gehe wieder mal hoch und überprüfe meine Sägeblattproduktion. Und dann... So, wie sieht's aus? Ja, das sieht gut aus. So, das heißt, wir machen nächste Folge weiter und versuchen das hinzubiegen mit dem Crystal Slut. Mit dem Crystal Zeug, ne? Bis dahin aber, Leute, macht's gut. Bis dann.